weil Chris is back! Ja, ich bin wieder da mit Part 10 von Okami, denn immer noch erkältet, beziehungsweise es hat sich herausgestellt, das war eigentlich eine Grippe. Aber nichtsdestotrotz, ich bin wieder da, meine Stimme funktioniert wieder halbwegs. Und wir machen weiter bei Okami, denn wo wir auch aufgehört haben. Ich habe eben noch die Fähigkeit bekommen, Bäume zum Erblühen zu bringen. Und wir stehen hier vor der Tür und ich habe gestoppt, weil hier auch gleich ein Kampf kommt. Go, go. Wir werden auch gleich beim nächsten Save Point den Emulator wechseln. Und zwar auf eine neuere Version vom Desmume. 097 in dem Fall. Weil das Spiel darauf scheinbar, also mein subjektiver Eindruck, um einiges flüssiger läuft. Und der Sound auch keine Macken mehr hat. So viel zu den Neuerungen. Ich werde auch diesmal das erste Mal den Sound von meinem Mic und vom Spiel getrennt aufnehmen. Oi, 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 das wird eng. Ah, Treffer. Ich habe das vorher im Test versucht und das ging voll in die Hose. Schnell Pause drücken und irgendwie heilen. Halt, kann man das auch direkt als Shortcut? Gut. Dann wir doch gleich... No. Da, das auch gleich rüberziehen. Yes. Was ist da? Was hat er jetzt mit der ersten Stelle gemacht? Gut, das passt. Hoffe ich. Und weiter im Text? Die Dinger sind immer noch nicht besiegt. Ha! Wow. Das überrascht mich jetzt irgendwie total. Ich habe das vorher versucht zigmal in dem Kampf, als ich den neuen Emulator getestet habe, und da ging das überhaupt nicht. Ich konnte nicht einen einzigen vernünftigen Kreis zeichnen. Das muss aber nicht am Emulator liegen. Ach, da geht's schon wieder los. Come on! Das Problem an diesen Gegnern hier ist, wenn die nicht grau sind, dann kannst du mit deinen Pinseltechniken einen feuchten Kehricht anrichten. Das juckt die überhaupt nicht. Das sieht doch nach einem schönen Kreis aus. Ja! Und dann fressen die nämlich auch ordentlich Damage, wenn die da so aufgeklappt dran liegen. Trotzdem eine miese Statistik. Ich kann da nichts für, ehrlich. Es ist die Technik. Es ist immer die Technik. Und ich habe den Kampf sogar mit vollem Life und allem beendet. So, jetzt müssen wir nur rausfinden, wie wir an dieser Tür reinkommen. Das ist nämlich der einzige Weg, der weiterführt. Der Pfad ist geschlossen, wenn die Bäume bar sind. Also kahl. Ja, dann, ne, haben wir jetzt ein Mittel gegen. Probieren wir das auch gleich aus. Juhu, und ich kann Kreise zeichnen. Wir werden jetzt einfach alle Bäume zum Erblühen bringen in dem Raum und dann sehen wir schon, ob die Tür aufgeht oder nicht. Oder ob ich zu blöd bin, überhaupt die Bäume zum Erblühen zu bringen. Soweit klappt das nämlich ganz gut. Wow, ich bin überrascht von mir selber. Ein bisschen was klappt ja doch was. Gut, aber unten gab es auch noch welche. Ich werde auch gleich komplett weiß sein, weil ich keine Tinte mehr habe. Da helfen uns dann diese kleinen... Ich weiß immer noch nicht, was das überhaupt sind weiter. Es sind wohl keine Molche. Das habe ich falsch gesagt. Aber ich weiß trotzdem nicht, was das darstellen soll. Irgendwie Lurch oder was? Ist das was anderes? Ist das dasselbe? Keine Ahnung. Ich glaube, unten hat es auch noch einen gehabt. So ein Baum. Genau. Ja, du wartest genau an der richtigen Stelle. Dankeschön. Und das müsste der letzte gewesen sein. Special Event, die Tür geht auf.
Okay, das mit dem Shortcut habe ich dann doch nicht ganz verstanden. Hätte ich damals aufpassen müssen. Mal gucken, wenn ich jetzt einfach... Nee, da passiert gar nichts. Okay, ich will das auf einen Shortcut setzen. Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist nicht die komplette Leiste, sondern nur die drei rechten Quadrate sind überhaupt diese Shortcuts. Ja, mit ein bisschen Verstand wäre ich da wahrscheinlich auch selber drauf gekommen. Wird das ein Standard? In Türen reinzukommen, muss man battlen? Ach, okay, das ist ja durchaus machbar. Spam! Sterbt! Eine neue Bestzeit wäre drin. Ich glaube, einen erwische ich immer nicht mit. Juhu. Triple Kill! Und schnell die Coins einsammeln. Die verschwinden nämlich. Musste ich auch schon feststellen. Und wir müssten jetzt dann auch gleich so weit sein, dass ich den Emulator wechseln werde. Moment. Ja, genau, da ist der Save Point. Gleich mal abspeichern. Das sieht man mal, wo ich zuletzt abgespeichert habe. Ja, und in dem Sinne mache ich mal einen kurzen Cut. Bis gleich, Leute. So, und da sind wir auch wieder. Nach dem Emulatorwechsel. Jetzt muss ich aber kurz nach dem Sound gucken, der ist mir ein bisschen zu laut. So. Hoffentlich hat's was geholfen. Wenn nicht, werden wir das früh genug merken. So, zeichnen wir uns mal rüber. Ich dachte erst, es würde ja am Sound auch was verbessern, aber scheinbar ist das doch nicht so hundertprozentig der Fall. Da merkt man schon, das kritzelt immer noch. Aber zeichnen geht. Uah, weg da. Das hat nicht hingehauen. Gut, was haben wir da oben? Hm. Irgendwas muss da reinpassen. Nö. Der kam ein bisschen plötzlich. Okay. Lassen wir den mal hier. Und runter damit. Kann man da schon runterspringen? Nee. Das finde ich ein bisschen doof. Alles voller unsichtbarer Kanten. Das raubt so ein bisschen Spielgefühl. Cool, wir haben eine Truhe gefunden. Eine Klebmasse-Statue von einem Pinguin. Das ist wieder der Bereich da oben. Das muss sowas wie eine Feuerstelle sein, stelle ich mir vor. Gut. Wissen wir schon mal, wofür der war. Ja, das mit diesen Blüten an den Bäumen, das ist wohl hauptsächlich erstmal für ein paar Rätsel zu lösen. Und wohl einfach für den Lob, den man dafür bekommt. Anders sehe ich da eigentlich keinen Sinn drin. Ist so ein Signboard. Nur die mit dem korrekten Stammbaum können diese Frucht des Wächtersstecklings, ich habe extra nachgeguckt, Wächtersteckling heißt das übersetzt, er kann diese Früchte berühren. Vergesst, dass ich irgendwas gesagt habe. Hm. Weiß jetzt nicht, worauf er hinaus wollte. Aber diese Bäume oder Stämme
sehen schneidbar aus. Ja. Nehmen wir doch gleich den auch noch mit. Warum ging das jetzt nicht? Ach komm schon! Na okay, vielleicht doch nicht auf so lange Reichweite. Okay, aber da kann ich den nächsten mitnehmen. Und ich brauche Tinte. Wie auf Bestellung. Halt, da war doch was. Genau, so hätte ich nicht untersegeln brauchen. Füllen wir es doch mal aus. Super, jetzt ist der Stamm wieder komplett. Jetzt können wir ihn auch runterschneiden. Hehe. Und Cut! Irgendwas stimmt mit der Blume nicht. Zeichnen wir doch mal. Okay. Da gab's doch noch mehr solche Blumen. Nochmal zurück. Und... Ah! Direkt weiterlaufen kann ich natürlich nicht. Die gleich auch öffnen. Die gleich auch öffnen. Sesam, öffne dich. Oh, ja. Und ich bin wieder tintefrei. Das ist kein größeres Problem. Es gibt Gott sei Dank genug von diesen Pötten. Die Kugel sieht jetzt etwas größer aus. Naja, logischer Schluss, wir legen sie einfach in das Loch rein, oder? Komm, 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 da raus. Mehr Glück als Verstand. Okay. Warum jetzt das Wasser nicht mehr kommt, habe ich jetzt aber nicht ganz mitgeschnitten. Warum ist das Ding so klein? Ja, so mir weckt sich der Eindruck, dass diese Wächter-Stecklinge einfach Stecklinge von dem großen Baum von dieser Miss Sakya sind. Vielleicht wird es auch nachher nochmal erklärt. Hoffe ich zumindest. Das hat jetzt nicht viel ausgemacht. Nichts passiert. Ah, okay. Wir brauchen eine Sonne. Irgendwas sagt mir, ich sollte da unten nicht stehen bleiben, aber ich kann mich nicht bewegen. Ja, okay. Der Schein trügt halt doch. Ja, wer hätte gedacht, dass das ein Steckling vom Wächter ist? Oh, der erklärt das ja. Ja, diese Stecklinge sind wirklich Kopien von diesem Baum von Sakya. Also wahrscheinlich Stecklinge direkt von dem Baum. Und das macht das keinen Sinn. Ach ja, ich kann das nicht machen. Ja gut, ich werde den Part hier auch beenden. Den Baum lassen wir dann im nächsten Part erblühen. Bis dann, euer Valkris.